Hallo und herzlich willkommen zurück zu Secret Files 2. Ja, in der letzten Folge konnten wir endlich mit dem Portier sprechen. Allerdings hat der jetzt irgendwo, ich denke mal hier hinten oder so, aber vielleicht auch unterhalb vom Tresen, etwas reingesteckt für die gute Dame, die hier niemand leiden kann. Und wir wissen jetzt nicht genau, wie wir da eigentlich weiterkommen sollen. Vielleicht können wir mit ihr nochmal sprechen. Diese Katharina Jordan wird nie zugeben, dass sie meine Handtasche geklaut hat, selbst wenn sie es war. Ich müsste es irgendwie beweisen können. Okay. Also, das hilft uns. Ja, mit ihm konnten wir nicht reden, ne? Er sieht mich nicht und das soll auch so bleiben. Ja. Sie sitzt auf jeden Fall noch hier. Der Portier hat ihr noch nichts gegeben. Wir haben auch nichts, was wir ihr irgendwie geben können. Zahnstocher, keine Ahnung. CD. Ich meine, was soll man mit einer CD, ne? Wir können die als Untersetzer benutzen. Wir können da drauf was brennen, wenn wir irgendwas finden. Eine der als Untersetzer benutzten CDs. Ist leider kein Aufkleber drauf, der mich über den Inhalt aufklären würde. Dafür kann man sich schön drin spiegeln. Ist ja auch was. Nein. Aber bringt uns das was? Das ist jetzt noch die große Frage. Weil hier hinten kann ich doch nichts. Ich kann das nur auf den Tresen anwenden. Moment, Moment. Aber die sind doch dahinter, oder nicht? Obwohl, Moment, es geht? Die Schlüsselfächer spiegeln sich in der Nein. CD. Wenn der Portier das Poster tatsächlich in das richtige Fach gesteckt hat, dann müsste diese Katharina Jordan in Kabine Nummer 2 untergebracht sein. Ist das jetzt dein Ernst? Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass der das hinten montiert hat. Also, ich meine, es hätte auch hier vorne sein können, da war ich mir jetzt nicht sicher. Oh, das ist nicht dein Ernst. Was hat sie jetzt gesagt? Nummer 2. Aber ich glaube, wir müssen uns das nicht merken, oder? Ich vergesse sowas gerne mal wieder. Moment, Moment. Wir probieren das jetzt mal. So, jetzt muss ich nur noch einen leicht dämlichen Eindruck machen. Dann könnte ich glatt als Zwillingsschwester durchgehen. Das kriegst du doch locker hin, Nina. Oh, Hallo. mein Gott. Hallo, Frau Jordan? Hey, nicht schlecht. Ich hätte gern meinen Zimmerschlüssel, die Nummer 2. Ja, gern. Oh, der liegt gleich hier vorne. Bitteschön. Dankeschön. Alter, ist das dein Ich werde mich mal wieder Ernst? umziehen. Und ich habe jetzt gedacht, wir müssen jetzt hier stundenlang in der Gegend rumlaufen. Moment, Zimmer Nummer 2? 5, 4? Wo ist denn 2? Ach, da ist 2. Achso, da meckert jetzt bestimmt wieder. Ja, lass mich doch mal Scheint die keiner Karte drin zu dahin sein und ziehen. ohne Schlüssel komme ich. Ja, deswegen habe ich auf die Karte geklickt. Red doch nicht so lange. Aha, es ist meine. Aber erstmal gucken. Das Magazin scheint ziemlicher Müll zu sein, aber Sie haben George Rooney auf dem Cover. Das reicht als Kaufgrund. Aha. Jetzt klauen wir ja auch noch in fremden Zimmern. Fräulein Nina? Machen wir das denn so? Ist das jetzt Ich schaue noch mal unromantisch? kurz rein. Das ist gar Ja, nicht das unromantisch. ist definitiv meine. Bin mal gespannt, was die ehrenwerte Frau Jordan zu ihrer Verteidigung zu sagen hat. Eine Nadel im Heuhaufen zu suchen ist deutlich einfacher. Aber was bleibt mir anderes übrig? Mal hören, was die anderen meinen. Ich bin's. Nein, deswegen rufe ich ja an. Ich habe jetzt das halbe Schiff durchsucht und immer noch nichts gefunden. Das weiß ich selbst, aber es sind noch weitere Probleme aufgetreten. Ja, das hoffe ich auch.
Allmählich wird die Zeit knapp. Und wir brauchen jetzt schon ein kleines Wunder, damit das Ganze nicht in einer gewaltigen Katastrophe endet. Okay, ich melde mich, sobald es was Neues gibt. Puh, das war knapp. Wer war das? Und was hat er hier gesucht? Ein Passagier? Oder ein Besatzungsmitglied? Und von was für einer Katastrophe spricht er? Ich sollte wirklich aufpassen, mit wem ich worüber rede. Wirklich trauen kann ich wohl keinem. Mit Ausnahme des kleinen Oscar vielleicht. Ja, aber was mich jetzt auch beschäftigt, woher hat er die Karte, um da reinzukommen? Oder ist er reingekommen, weil sie jetzt die Tür vorher geöffnet hatte? Geben wir die Karte denn wieder zurück? Ich bin mir nicht sicher. Wir haben die ja immer noch. Brauchen wir die? Behalten wir die? Ich habe keine Ahnung. Das Magazin kann man offenbar auch für irgendwas gebrauchen. Oder das ist nur ein Fake. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Okay. Meine Handtasche. Es scheint noch alles da zu sein. Können wir die Handtasche mit irgendwas gebrauchen? Bevor wir jetzt irgendwas anderes hier... Ja, wahrscheinlich nur, wenn wir nach oben gehen. Die Frage ist, wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir zum Portier oder... Wo ist unsere Klingel hin? Wollt ihr mich denn verarschen? Warum können wir den Portier jetzt nicht... Oh, Leute. So, du machst einen großen Fehler, weil die dich nämlich jetzt fragen wird, wie du an die Handtasche gekommen bist, beziehungsweise wie du an ihre... in ihr Zimmer reingekommen bist. Nina, mach dich auf was gefasst. Frau Jordan, ich muss mal ein ernstes Wort mit Ihnen reden. Ich wüsste nicht, worüber. Über meine Handtasche, die ich in Ihrer Kabine gefunden habe. Sie waren in meiner Kabine? Das ist Einbruch. Ich werde Sie ins Gefängnis bringen. Wollen wir wirklich zum Kapitän gehen und die Sache dort klären? Okay, Sie haben recht. Lassen Sie mich die Sache erklären. Ich höre. Gleich. Aber auf den Schreck brauche ich erstmal einen Drink. Sonst kippe ich gleich um. Den können Sie kriegen, aber dann will ich endlich wissen, was hier los ist. Was möchten Sie denn? Ein Gin Tonic? Bloody Mary. Ich trinke nur Bloody Mary. Kein Problem. Kommt sofort. Ja, bist du denn bescheuert? Wo willst du den herkriegen? Ich glaube nicht, dass der Barkeeper einen mal ebenso gibt. Sehen Sie, wir beide leben immer noch. Machen Sie nur Ihre Witzchen. Ihnen wird das Lachen schon noch vergehen. Sie werden sehen. Ich hätte gern eine Bloody Mary. Meinen Sie, Alkohol so früh am Tag wird Sie das Elend dieser Welt vergessen lassen? Hallo? Ich dachte, Sie seien Barkeeper. Na ja, Sie können den Cocktail gern haben, aber... Na prima, dann legen Sie mal los. Einen Moment. Hab's gleich. Vielleicht hätte ich mir ja auch einen bestellen sollen. Nüchtern sind einige Leute an Bord ja kaum zu ertragen. Bitte sehr. Aber denken Sie an meine Worte. Ja, das werde ich tun, sobald die große Flut über uns hereingebrochen ist und uns allen das Wasser bis zum Hals steht. Vielleicht sollte er sich mal ein bisschen mehr auf seine Drinks konzentrieren. Eine Bloody Mary in so einem Glas? Entweder will er mich ärgern oder er hat keine Ahnung von Cocktails. Vielleicht auch beides. Ich werde mir dann schon mal ein sicheres Plätzchen für den Fall eines plötzlichen Weltuntergangs suchen. Sei doch nicht so fies zu ihm, Nina. Der Typ hat auch Gefühle. Der ist vielleicht ein bisschen verblödet, aber er hat auch Gefühle. Einmal Cocktail, bitteschön. So, Frau Jordan, hier ist Ihr Cocktail. Danke. So, dann legen Sie mal los. Okay. Was ich Ihnen jetzt erzählen werde, mag sich ein wenig seltsam anhören. Aber ich schwöre, es ist wirklich so gewesen. Fangen Sie doch erst mal an, dann werden wir schon sehen, was halbwegs glaubwürdig ist und was nicht. Gut. Ich kam letzte Nacht an Ihrer Kabine vorbei. Die Tür stand ein Spalt offen und ich war einfach neugierig. Ich schaute durch den Spalt und sah einen maskierten Mann, der in Ihren Sachen rumwühlte. Er muss mich wohl irgendwie bemerkt haben, denn plötzlich drehte er sich blitzschnell um und zog mich in die Kabine. Er presste mich gegen die Wand, seine Hand an meinem Hals. Ich wagte kaum zu atmen. Ich weiß nicht, wie lange ich so stand, aber es kam mir vor wie eine Ewigkeit. Vermutlich wusste auch der Maskierte nicht so genau, was er jetzt eigentlich tun sollte. Dann hörte ich leise Schritte auf dem Gang, die sich der Kabine näherten. Ich überlegte noch kurz, ob ich laut um Hilfe schreien sollte, als ich plötzlich eine Pistole vor meinen Augen sah. Der Mann zischte mir zu.
Halt's Maul, sonst mache ich dich kalt. Ich war starr vor Angst. Und selbst als er mich losließ und ihnen die Tür vor den Kopf knallte, habe ich mich nicht getraut, mich zu bewegen. Einen Augenblick später stand der Mann schon wieder hinter mir und zischte mir ins Ohr. Wenn du irgendjemandem erzählst, dass du mich hier gesehen hast, dann bist du tot. Du gehst jetzt zum Schiffsarzt und erzählst ihm, die Frau sei unglücklich gefallen und mit dem Kopf an die Tür geknallt. Und denk daran, was auch immer du tust, ich werde dich genau beobachten. Was hätte ich tun sollen? Geht's Ihnen nicht gut? Sie sind plötzlich so blass. Ich... keine Ahnung. Wird bestimmt gleich wieder weg sein. Bloody Mary hilft immer. So, schon besser. Als ich in meine Kabine zurückkam, stand da plötzlich diese Handtasche. Ich hatte panische Angst, weil mir plötzlich klar wurde, dass der Mann jederzeit in meine Kabine kann. Ich schwöre, ich habe die Handtasche nicht mal angefasst. Jedes Mal, wenn ich sie angeschaut habe, lief es mir eiskalt den Rücken hinunter. Ich weiß nicht, ich habe schon überzeugendere Geschichten gehört. Andererseits müssen Sie eine ausgezeichnete Schauspielerin sein, falls die Panik in Ihren Augen nicht echt ist. Haben Sie den Mann erkennen können? Ich... Sie sehen aber gar nicht so aus, als würde es Ihnen besser gehen. Soll ich vielleicht den Arzt rufen? Ich... kriege irgendwie nicht so richtig... Luft! Der Typ jedenfalls... Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, aber... Er erinnert mich an... Frau Jordan? Frau Jordan, alles in Ordnung? Ach du Scheiße. Sie fing auf einmal ganz schrecklich an zu husten. Das wurde immer schlimmer und irgendwann hat sie kaum noch Luft gekriegt. Der Doc wird das bestimmt wieder hinkriegen. Machen Sie sich keine Sorgen. Tue ich aber. Das hier sollte eine entspannte Schiffsreise werden. Aber davon bin ich ungefähr so weit entfernt wie von Hawaii. Ich sollte mich erstmal für ein Stündchen hinlegen. Meine Kopfschmerzen von diesem Zwischenfall mit der Tür werden wieder stärker. Ich sollte mich auf den Weg ins Restaurant machen. Bin gespannt, was mir der mysteriöse Passagier aus Kabine Nummer 5 über die seltsamen Vorkommnisse auf dem Schiff zu berichten hat. Eieiei, da passiert ja jetzt gerade wieder richtig viel. Da bin ich... Das hört sich so gruselig an, ihr Hilfe. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Vor allen Dingen, ob das jetzt ein Angriff auf mich war. Dass da irgendwie, weiß ich nicht, Gift oder irgendwas drin war. Ob da irgendwas drin ist, was sie nicht verträgt vielleicht. Ich meine, ich kann die Stimme nicht so ganz zuordnen. Ich meine, es war nicht der Barkeeper, aber es kann natürlich sein, dass es der Barkeeper war. Weil er immer die Schlüsselkarten hat. Andererseits, wir hatten ja zu dem Zeitpunkt die Schlüsselkarte. Und ja, irgendwie ist das alles ein bisschen seltsam. Erst will er sich unbedingt mit mir treffen und verspricht mir bahnbrechende Neuigkeiten über die Vorkommnisse auf dem Schiff. Und jetzt ist er nicht da. Männer. So, 5 Minuten gebe ich ihm noch, dann hat er Pech gehabt. Das ist der Arzt. Das war mal der Arzt. Ist da gerade einer über Bord gegangen? Hoffentlich habe ich mich da getäuscht. Ich muss mich getäuscht haben. Wer sollte... Und falls nicht? Was, wenn da jetzt wirklich einer im Meer treibt? Ich werde sicherheitshalber mal dem Kapitän Bescheid sagen. Der wird wissen, was zu tun ist. Und Sie sind ganz sicher, dass jemand über Bord gegangen ist? Ja, also wissen Sie, das war so. Ich saß eben im Restaurant und habe auf jemanden gewartet. Und plötzlich habe ich Stimmen gehört. Das ist auf hoher See nichts Ungewöhnliches. Schon mal was vom Klabautermann gehört? Ich mein's ernst. Da waren diese beiden Männer, die miteinander gekämpft haben. Naja, zumindest habe ich 2 Schatten gesehen, von denen ich den Eindruck hatte, als würden sie miteinander kämpfen. Dann gab's ein lautes Platschen, als ob einer ins Wasser fällt. Und gleichzeitig war nur noch ein Schatten zu sehen. Sie meinen wirklich, da wurde jemand über Bord geworfen? Es sah zumindest so aus. Haben Sie die Männer erkennen können? Nein, ich weiß nur, dass einer der beiden einen langen Pferdeschwanz hatte. Ich dachte zunächst, es wäre eine Frau, aber die Statur schien eher männlich zu sein. Der mit dem Pferdeschwanz war dann nach dem lauten Platschen plötzlich verschwunden. Es gibt nur eine Person an Bord, die einen Pferdeschwanz hat. Unser Schiffsarzt. Ich kann eigentlich nicht wirklich glauben, was Sie mir da gerade erzählt haben. Aber wir können ja einfach mal gemeinsam nachschauen. Der Doktor müsste noch auf der Krankenstation bei Frau Jordan sein. Danke. Sehen Sie, alles in Ordnung. Unser Schiffsarzt kümmert sich aufopferungsvoll um seine Patientin. Sie halten mich jetzt bestimmt für verrückt, oder? Ich war mir echt ziemlich sicher, dass es da einen Kampf gegeben hat und dass einer der beiden über Bord gegangen ist.
Nein, ich halte Sie nicht für verrückt. Es war dunkel, da kann so etwas schon mal passieren. Legen Sie sich hin und schlafen Sie ein paar Stunden. Eigentlich... Ich muss dann auch wieder zurück auf die Brücke. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen. Ja, danke, Ihnen auch. Komisch, habe ich mir das echt nur eingebildet? Naja, wenn ich schon mal dabei bin, mich zu blamieren, dann kann ich auch gleich nachschauen, ob meine Verabredung endlich aufgetaucht ist. Na warte, dem werde ich morgen was erzählen. Aber für heute reicht's mir. Ich gehe jetzt erstmal ins Bett. So, jetzt bin ich zumindest halbwegs ausgeschlafen. Und definitiv fit genug, um dem netten Nicht-beim-Abendessen-Auftaucher mal gehörig den Kopf zu waschen. Ich habe doch eben noch ganz deutlich Geräusche gehört. Der Feigling traut sich wohl nicht vor die Tür. Befürchtet er nur einen kräftigen Anschiss oder hat er irgendwas zu verbergen? Vielleicht sollte ich mal auf dem Unterdeck durch das zur Kabine gehörende Bullauge schauen. Was macht der Arzt in dieser Kabine? Und ist es überhaupt der Arzt? Und falls er das tatsächlich ist, warum trägt er eine Perücke? Aber was im Grunde noch viel wichtiger ist, wer behandelt eigentlich Katharina Jordan? Ich sollte dringend mal nach ihr sehen. Ja, dann wissen wir immer noch nicht, wer derjenige ist, der sich jetzt für den Arzt ausgibt. Aber wir wissen schon mal, dass er eine Perücke trägt. Was macht der Arzt in dieser Kabine? Aber was im Grunde noch... Er wird mich nicht hören. Und ich halte es auch für keine gute Idee, mich bemerkbar zu machen. Ja. Wir schauen trotzdem noch mal eben ins andere Fenster rein. Das müsste Kabine Nummer 4 sein. Okay, da ist anscheinend gerade nichts los. Dann gehen wir wirklich zur Frau Jordan. Wer ist das? Den kennen wir noch gar nicht, oder? Er schaut sich voller Begeisterung die Fotos an der Wand an. Hallo, Herr Lee. Hallo, Frau Kalenko. Sind Sie ausschließlich zur Erholung an Bord? Ich halte das so wie Sie. Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Ich bin unterwegs zu einer Tagung der IFEPA. Darf ich fragen? Klar, der Internationalen Vereinigung der Entdecker von Prominenten im Alltag. Darf ich nochmal fragen? Es gibt doch in fast jeder Zeitschrift diese sensationellen Schnappschüsse von Prominenten in möglichst peinlichen Situationen. Ja, an denen kommt man ja kaum vorbei. Wir sind ebenfalls auf der Jagd nach Fotos von Berühmtheiten. Aber wir klettern nicht auf Bäume und wir kriechen auch nicht durch die Kanalisation. Wir haben einen Ehrenkodex. Aha. Es geht darum, den Prominenten in einer ganz alltäglichen Situation in der Öffentlichkeit zu erwischen. Also beispielsweise beim Einkaufen im Supermarkt oder beim Autofahren oder während eines Spaziergangs. Klingt interessant. Aussprache? Ich dachte immer, Chinesen könnten kein R aussprechen. Und ich dachte immer, Russen würden den ganzen Tag nur Wodka trinken. Ja, es geht doch nichts über Klischees und Vorurteile. Eine hübsche Sammlung an Fotoapparaten haben Sie da. Sind die nicht ganz schön schwer? Doch, sind sie. Aber es ist mir mal passiert, dass ich Gina Turner in einem Autohaus getroffen habe. Mir kamen fast die Tränen vor Freude. Und dann hat der Fotoapparat nicht funktioniert. Keine Ahnung warum. Er ging einfach nicht. Von diesem Trauma habe ich mich bis heute nicht wieder so richtig erholt. Nachvollziehbar. Tja, seitdem habe ich immer mindestens 3 verschiedene Kameras dabei, damit mir so etwas nie wieder passieren kann. Okay, kann ich mir mal eine ausleihen vielleicht? Sie scheinen ja völlig fasziniert von den Fotos zu sein. Meine Faszination hält sich bisher ehrlich gesagt in engen Grenzen. Nur die unbekannte Schönheit unter der Birke ist wirklich faszinierend. Allerdings ist sie, glaube ich, nicht prominent. Zumindest noch nicht. Aber vielleicht kommt das ja noch. Und es hat ja auch jeder mal klein angefangen. Mein erster Promi war damals übrigens Sophia Loren, die sich bei einer Kaufhauseröffnung aus Versehen etwas zu lange über einem Lüftungsgitter aufhielt. Leider stellte sich heraus, dass es gar nicht Sophia Loren, sondern irgendein Double war. Und es war auch kein Versehen, sondern vom Kaufhausbesitzer genauso geplant. Trotzdem war es der Beginn meiner Leidenschaft für Promi-Fotos. Und die Fotos an der Wand können nicht einmal mit einem Sophia Loren-Double mithalten? Bislang noch nicht, aber ich habe auch noch nicht alle Fotos angeschaut. Vielleicht kommt ja noch ein echter Kracher. Allerdings bin ich in dieser Beziehung mittlerweile ziemlich verwöhnt. Mich reizen nur noch echte Stars. Und die würden sich vermutlich kaum auf so einem Schiff rumtreiben. Wer weiß, Wunder gibt es immer wieder. Da haben Sie auch wieder recht. Meistens trifft man Promis genau da, wo man sie am wenigsten vermutet. Mir ist zum Beispiel mal ein Bundeskanzler auf der Damentoilette begegnet. Das war dem vielleicht peinlich.
Das kann ich mir vorstellen. Aber was haben Sie denn auf der Damentoilette gemacht? Das ist eine lange Geschichte, die, Sie würden das vermutlich nicht verstehen. Nein, vermutlich nicht. Okay. Falls mir noch ein paar Promis über den Weg laufen sollten, gebe ich Ihnen Bescheid. Das wäre nett. Nun gut, also ich denke mal, dass das extra so gemacht worden ist, weil das mit der Fotokamera oder mit dem, dass er Promis fotografieren will, noch, ja, wichtig sein wird. Schauen wir mal, was mit ihr jetzt ist. Die Tür zur Krankenstation ist abgeschlossen. Die Arme, hoffentlich geht's ihr bald wieder besser. Ich mag sie ja nicht besonders, aber irgendwie liegt sie da ein bisschen komisch. So verdreht. So liegt doch kein Mensch. Da stimmt was ganz und gar nicht. Der Kapitän wird mich zwar endgültig für verrückt erklären, aber wenn da wirklich was passiert ist, dann muss sich schnellstens jemand drum kümmern. Ja, was ist das hier eigentlich immer? Ich glaube, wenn da ein neuer Eintrag gekommen ist, kann das sein? Kann man mit ihm nochmal reden und die Fotokamera vielleicht kriegen? Sie scheinen von den Fotos ja wirklich schwer begeistert zu sein. Es geht so. Hab schon beeindruckendere Sammlungen gesehen. Meine zum Beispiel. Okay, offenbar nicht. Dann sagen wir dem Captain mal schnell Bescheid. Der wird sich freuen, uns wiederzusehen. Hallöchen, wir sind wieder da. Hallo. Der sackt schon zusammen. Kann ich was für Sie tun? Ich war vorhin an der Krankenstation und mit dieser Katharina Jordan stimmt irgendwas nicht. Ich kann zwar nicht sagen, dass sie mir besonders sympathisch wäre, aber sie lag derart verdreht auf ihrem Krankenlager. Machen Sie sich keine Sorgen. Unser Schiffsarzt ist ein ausgezeichneter Mann, der versteht sein Handwerk. Das mag durchaus sein, aber von dem war weit und breit nichts zu sehen. Glauben Sie wirklich, der Doktor würde seine Patientin so einfach wegsterben lassen? Ich unterhalte mich hier ja auch gerade mit Ihnen und achte trotzdem immer ganz genau darauf, dass wir auf Kurs bleiben. Vertrauen Sie den Fachleuten einfach. Die wissen schon, was sie tun. Mir würden jetzt ganz spontan ungefähr 1200 Gegenbeispiele einfallen. Aber ohne einen handfesten Beweis werde ich den Kapitän kaum von meinen Zweifeln überzeugen können. Deswegen solltest du ja ein Foto machen. Ihr Arzt, trägt er eigentlich eine Perücke? Nicht, dass ich wüsste. Wieso? Er treibt sich gerade in einer der Passagierkabinen rum. Und er trägt definitiv eine Perücke. Hören Sie, ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, aber Sie haben schon so einige Merkwürdigkeiten hier an Bord erlebt. Vertauschte Koffer, verschwundene Handtaschen, über Bord gegangene Ärzte. Wollen Sie damit sagen? Ich will damit gar nichts sagen. Aber schauen Sie mal, ich habe wirklich genug mit diesem Schiff zu tun und kann mich nicht auch noch um das Unterhaltungsprogramm der Passagiere kümmern. Also legen Sie sich einfach in einen der Liegestühle und genießen Sie die Reise. Aber mache ich irgendwie den Eindruck einer gelangweilten Tussi, die sich den ganzen Kram hier nur ausdenkt, um im Mittelpunkt zu stehen? Anscheinend ja. Ich brauche also einen Beweis. Na, dann wollen wir mal einen besorgen. Ich überlasse Sie jetzt besser wieder Ihrer Arbeit. Danke. Ja, dann wollen wir mal einen besorgen. Ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich es denke. Vorausgesetzt, dass er mit mir spricht. Ah, Moment. Schade. Ich habe gedacht, wir könnten vielleicht sagen, der Typ, den habe ich heute hier gesehen. Hallo, Herr Lee. Hallo, Frau Kalenko. Könnte ich mir wohl mal eine Ihrer Kameras ausleihen? Endlich. Tut mir leid, aber die verleihe ich nie. Seit der Geschichte damals mit Gina Turner. Ja, schon klar. Aber es wäre nur für ganz kurz. Nur die Polaroid und es wäre wirklich ganz extrem wichtig. Bedauere, aber wenn aus irgendwelchen Gründen jetzt plötzlich doch noch ein Promi auftauchen sollte, meine anderen Kameras würden nicht funktionieren und der Promi hätte das Schiff wieder verlassen, bevor Sie mit der Kamera wieder da sind. Meinen Sie nicht, dass die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario deutlich niedriger liegt als das Risiko, hier und jetzt von einer Kokosnuss erschlagen zu werden? Sie werden überrascht sein, wie viele Leute... Schon gut, ich sehe schon, mit Argumenten kann man Ihnen nicht kommen. Ja, aber womit dann? Er legt die Sachen ja nicht ab. Falls mir noch ein paar Promis über den Weg laufen sollten, gebe ich Ihnen Bescheid. Das wäre nett. Kann
Kann man immer noch nicht, ne? Hm. Das Magazin scheint ziemlicher Müll zu sein, aber sie... Ja. Ich hab's irgendwie im Gefühl, dass das mit dem Typen auf dem Cover eventuell zu tun haben könnte. Was sagt denn unser tolles Tagebuch? An Bord, falscher... Achso, das ist nur die Rätselhilfe. Kabine Nummer 5. Aber wer ist der Mann? Ja. Also das ist alles nur was, was wir jetzt natürlich schon wissen, wo wir aber gerade nichts gegen tun können. Wir brauchen auf jeden Fall eine Polaroid-Kamera. Die Frage ist nur, wie können wir... Ich gehe jetzt noch mal kurz in die Kabine von ihr. Also ich gucke erstmal hier. Hier haben wir nichts Neues, ne? Das hängt hier ganz gut. Ein Bild von einem Mann vor dem Atomium in Brüssel. Ja. Das bringt uns auch nicht weiter. Ich gucke hier noch mal kurz, wenn wir gerade schon mal hier unten sind. Da ist natürlich nichts Neues. Achso, 4 und 5 ist ja Blödsinn, weil die gute Dame ist ja in der 2. Hätte ich die Besitzerin nicht schon gesehen, würde ich aufgrund der Klamotten sagen, eine typische Tussi. Da ich die Dame ja aber bereits kenne, weiß ich, eine typische Tussi. Die Klamotten sind definitiv nicht mein Geschmack. Ja, aber warum kann ich den dann nehmen? Irgendwelche Fernsehkommissare würden in diesem Bett vermutlich ein gutes Dutzend Beweise finden. Aber ich kann nichts Auffälliges feststellen. Ist auch nichts mehr, was wir noch anklicken können. Doch, achso, nee, das ist hier diese... Och, Nina, geh doch mal 2 Schritte zur Seite. Ich nehme mal an, über den Lautsprecher kann der Kapitän die Passagiere informieren, wenn das Schiff gerade gesunken ist. Nasse Socken? Okay, das nicht. Ja, dann weiß ich auch nicht weiter. Die Arme. Hoffentlich geht's ihr bald wieder besser. Ich mag sie ja nicht besonders, aber irgendwie liegt sie da ein bisschen komisch. So verdreht. So liegt doch kein Mensch. Da stimmt was ganz und gar nicht. Der Kapitän wird mich zwar endgültig ver... Ja, mehr sagt sie auch nicht. Meine Handtasche. Tja. Ich habe auch nicht zufälligerweise irgendwie eine Fotokamera in der Handtasche, ne? Hätte ja klappen können. Und den... Kann ich ihm denn nicht irgendwas... Ach nee, das Magazin, das ging ja nicht. Ich meine, gut, die Handtasche will ich ihm natürlich nicht geben. Socken... Gehen auch nicht. Kann er auch nicht. Falls wir die Verkleidung noch brauchen oder nicht brauchen, keine Ahnung. Geht auch alles nicht. Marzipankartoffeln vielleicht? Ist doch wieder so ein Fake, oder? Die Kartoffelchen will wieder mal keiner haben. Ja, ich bin mir jetzt gerade im Moment nicht sicher. Moment, da liegt Alufolie. Macht die denn hier? Eine Rolle Alufolie. Ja. Aber können wir damit irgendwas anfangen? Da sehe ich zurzeit wenig Sinn drin. Und warum steht denn, dass ich das kann? Hä? Was ist jetzt los? Moment. Ach so, es geht doch nicht. Okay. Da sehe ich zurzeit wenig Sinn. Ja, dann bringt uns das wohl noch nicht viel. Ich hatte gehofft, dass er heute nicht ganz so schmierig aussieht. Aber auch diese Hoffnung kann ich hiermit begraben. What? Hallo, ich... Hallo, schöne Frau. Das trifft sich ja gut, dass ich Sie hier treffe. Haben Sie schon an unserer fantastischen Verlosung teilgenommen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Na, dann wird's aber Zeit. Sonst verpassen Sie noch einen unserer tollen Preise. Und die wären? Ach, ich hab mich ja noch gar nicht richtig vorgestellt. Dass ich Fleming Olsen heiße, wissen Sie ja mit Sicherheit noch, oder?
Nein, aber Namen sind Schall und Rauch. Ich erinnere mich auch so noch sehr genau an sie. Prima. Ich hinterlasse bei den meisten Menschen einen bleibenden Eindruck. Hat man mich einmal getroffen, dann vergisst man mich so schnell nicht wieder. Ja, das kann man wohl sagen. Was Sie aber bestimmt noch nicht wussten, ich komme von Sonnenpfeilreisen, dem größten und vor allem beliebtesten Reiseveranstalter Europas. Aha. Wir organisieren Busreisen zu allen möglichen und unmöglichen Reisezielen. Sie suchen eins aus, wir bringen sie hin. Aber nicht einfach nur so. Unsere Komfortbusse ermöglichen Ihnen, ausgeschlafen und ausgeruht an Ihrem Reiseziel anzukommen. Und? Prima. Was ist denn nun mit der Verlosung? Ach ja, hätte ich fast vergessen. Selbst nach so vielen Jahren gerate ich nämlich immer noch ins Schwärmen, wenn ich an die tollen Möglichkeiten denke, die wir unseren Kunden bieten. Da wären zum Beispiel... Ui. Einige Zeit später. Haben wir jetzt was bekommen? Wie ist denn das mit der Verlosung? Was genau kann ich gewinnen? Und wie? Ja, gut, dass Sie fragen. Sie sehen hier auf dem Tisch ja schon ein paar Wahrzeichen einiger Tourenziele, die wir bei Sonnenpfeilreisen anbieten. Jeder, der teilnehmen will, muss nur das Wahrzeichen einer dieser Städte nachbauen. Schon hat er die Chance auf ein unglaubliches Erlebnis, das er nie vergessen wird. Ja, ich kenne auch einige Leute, die mit dieser Gesellschaft gefahren sind und das bis an ihr Lebensende vermutlich nicht mehr vergessen können. Wie gesagt, einige Passagiere haben bereits teilgenommen, deshalb stehen nicht mehr alle Städte zur Wahl. Aber noch ist die Auswahl trotzdem recht groß. Paris, London, Brüssel und Wien. Suchen Sie sich aus, welches Wahrzeichen Sie nachbauen wollen. Und dann gewinne ich eine Reise? Unter allen Teilnehmern wird eine Reise aus unserem überwältigenden Angebot verlost. Und wenn ich gewinne, kann ich mir dann aussuchen, wohin? Sie müssen sich dann um gar nichts mehr kümmern. Wir holen Sie quasi vor Ihrer Haustür ab und bringen Sie bis ans Zielhotel. Auch die Ausflüge sind für Sie natürlich selbstverständlich kostenlos. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Kann ich mir das Reiseziel aussuchen? Auch das übernehmen wir für Sie. Bauen Sie einfach eines der noch fehlenden Wahrzeichen nach und Sie erhalten von mir eine Lottokugel mit Ihrer Nummer drauf. Im nächsten Hafen bringt jeder seine Kugel mit, wenn von mir persönlich der glückliche Gewinner einer großartigen Reise gezogen wird. Okay. Ich bin dann erstmal wieder weg. Schade. Aber kommen Sie gerne jederzeit wieder vorbei. Ich freue mich immer über charmante Gesellschaft. Ja, darüber würde ich mich auch freuen. Die findet man aber hier leider nicht so viel, Nina. Ja, ich würde sagen, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge mal genauer an, wobei uns das vermutlich auch nicht weiterhelfen wird. Aber vielleicht können wir ja irgendwas zusammenbauen. Und ja, wir erhalten dann eine Kugel, hat er gesagt. Eine Lottokugel. Dann bin ich mal echt gespannt, wofür wir die eventuell noch gebrauchen können. Ich sag mal einfach bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.